traumhafte Maisonette, Ferienapartment im Proa Solitaire, das Hotel, 50 Meter zum Strand. Haben wir hier gleich einen schönen Eingangsbereich für die Garderobe mit großem Spiegel, kleinen Schrank und Butler natürlich. Die Treppe für den Aufgang. Wohnzimmer, den Essbereich, die Terrasse, den Gartenstuhl, den Liegestuhl draußen, die Küche und das Gäste-WC im unteren Bereich, im oberen Bereich, das Duschbad, das WC, das Wohnbereich. Schön groß, super schöne große Wohnung. Und wir haben heute mal Glück, heute kommt gerade die Sonne raus. Das ist einfach nur ein Traum. Ich zeige Ihnen auch die Terrasse gleich. Und heute kommt die Sonne raus. Einfach nur ein Traum. 50 Meter zum Strand über die Düne. Liegt in das Wohnzimmer oder Wohnbereich von der Terrassentür aus gesehen. Entschuldigung. Es geht alles elektronisch zu öffnen. Also man hat hier keinen, wie man aus dem üblichen kennt, keinen Wohnungsschlüssel mehr. Da sie aus dem Hotelbereich kommt, haben sie überall den elektronischen Schlüssel. Dann haben wir hier ein schönes Schränkchen mit für die Gläser, für die Tassen. Da ist die Treppe schon mal, die wir gleich oben müssen. Dann haben wir hier die schöne Einbauküche mit Herd, Backofen, Ceranfeld, Spüle, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster. Maschine, da ich keinen trinke. Dann haben wir hier rechts den Kühlschrank noch. Tolle Einbauküche. Dann haben wir hier unten das Gäste-WC. Zimmer an, mit Fernseher natürlich, schöne Schrank in der Mitte, Boxspringbetten oder Gästezimmer, wo die Betten zwar auseinander stehen, aber schön gepflegtes Schlafen. Tolle Ferienwohnung. Im Proa Solitaire, das Hotel.
hier was sehr Schönes. Kurzes Dielenbereich nochmal hier oben. Über ein Ankleidezimmer haben oder Kammer auch, beides. Große Elternschlafzimmer mit Fernseher natürlich, schönen Nachttischen, kleinen Stuhl, Schrank, Tisch noch dazu, was halt super für die Eltern ist. Wir haben einen separaten Balkon, wenn die Kids unten schon auf der Terrasse spielen, können die Eltern sich hier oben hinsetzen, mit Blick aufs Meer den Tag beginnen. Blick auf die Ostsee, heute ein Traumwetter. Blick auf die drei Außenbuhs. Tolle Maisonette, Ferienwohnung im Hotel Proa Solitaire, das Hotel auf der Insel Rügen. Blick ins Schlafbereich nochmal. Wir haben hier eine separate Toilette. Toilette und Duschbad sind hier getrennt.